Herzlich willkommen im Phantasialand der neuen Achterbahn. Void. So geht's los. Schön, dass du da bist. Licht aus. Action! So, los geht's. Hallo, Freunde. Ja, ich weiß, dass ihr da seid. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Alter. Wo kam der denn her? Munition nehme ich auf. Nehme ich auf. Da sind noch mehr, ne? Das sind nicht alle. Glaube ich zumindest. Okay, fuck. Moment. Alter, mein Aim. Token nehme ich auf. Sehr schön. Dam, dam, dam. Dramatische Musik. So, wer ist noch ohne Fahrschein? Das waren noch nicht alle. Die Musik ist noch dramatisch. Aha. Ist der eine Flinte? Der hat eine Flinte, ne? Kann ich nicht auf die roten Dinger schießen? Oh. Was haben wir denn da aufgepickt? Irgendwas habe ich. Oh, der zappelt noch. So, ja. Was, wer, wo, warum? Achso. Ah, das ist blöd, ich treffe den nicht. Ist hier noch einer ohne Fahrschein? Oh, da ist ein Dicker. Der ist gleich down. Sehr schön. Da ist noch einer, Moment. Na komm. Hallo. Kuckuck. Was? Wer? Warum? Wieso? Weshalb? Lässt du das mal sein? Ich wollte schon sagen, was ist das denn hier? Die Linie. Wo ist er? Na also, geht doch. Nein, leider nach. Ich habe keine Muni mehr. Warte mal eben. Gibst du mal Muni? Danke. Pick up not enough space. Willst mich verarschen? Okay, wir haben keine Muni mehr fürs Gewehr. Das ist natürlich blöd. Das heißt, wir müssen Munition suchen. Wo bin ich denn raufgekommen? Oh nein, ich habe mich verlaufen. Oh Gott, ich brauche Munition. Ganz dringend. Ich glaube nicht, dass das alle waren. Oh, schön, wir haben wieder eine Dingsmaschine. Munition, hier. Ich lade nach. Reloading. Ja, nehme ich alles mal mit. So, ich weiß, hier sind bestimmt noch irgendwo welche. Das waren nicht alle. Da wette ich mit. Die Musik ist zwar aus, aber ich glaube da nicht so wirklich dran.
Irgendwo schlawenzelt hier noch jemand rum. Ja, ah nee, das war der Fußball. Ich habe mich vom Fußball erschrocken. Not enough space. Ja, wir müssen zusehen, dass wir ein bisschen organisierter an die Sache jetzt rangehen. Wir müssen ein paar Barren herstellen. Ich weiß. Hier ist noch Munition. Nehme ich alles mit. So, unsere Waffe ist auch ein bisschen... Hat auch ein bisschen gelitten. Müssen wir reparieren. Oh, Fleisch. Oh ja. Lecker. Wir müssen auf jeden Fall hier noch überall rumgehen. Und nochmal in Ruhe nochmal gucken. So, das heißt, ich würde doch... Ich hab's doch gewusst. Ich hab's gewusst. Ein Vereinzelter. Ich geh mal besuchen. Hallo. Was mit dir? Will er nicht, oder was? Hallo. Was mit dem? Wollte der nicht, oder was? So, ich glaube, das war's. Alles ganz schön hier. Und natürlich geht es weiter. Unsere Serie der leeren Spinde. Das, ja, das ist ein Traum. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich dieses Spiel angefangen habe. Denn so hätte mein Leben keinen Sinn, wenn ich keine Spinde, die leer sind, gefunden hätte. Also, ich muss einfach ein Spiel spielen, wo leere Spinde es... Wo es leere Spinde gibt. Muss ich einfach so sagen. Ist einfach so. Das gibt mir das Gefühl... Das gibt mir einfach das Gefühl, dass ich, ja, weiterkomme im Leben. Leere Spinde. Geißel der Menschheit. So. Das heißt, ich würde mal eben zurück zum Zug und würde schon mal anfangen, ein paar Barren zu brennen, damit wir ein bisschen das Inventar leeren. Am besten zwei Schmelzen bauen. Das wäre eigentlich das Sinnvollste, ne? Wenn wir tatsächlich zwei Schmelzen bauen, würde, glaube ich, richtig Sinn ergeben. Wo haben wir denn Leder? Hier, ne? Haben wir Leder voll? Nein, Gott sei Dank. Chemikalien aber auch voll. Aber wir können, apropos Chemikalien, nochmal ein Fläschchen bauen. Das würde ich mal machen. Reicht das vom Feuer her? Nein, es reicht nicht. Doch. Geil. Hier können wir gleich nachlegen. Ja, ihr könnt von mir aus kotzen, so viele wollt. Ich produziere jetzt erstmal ein paar Barren. Wir brauchen nämlich jetzt gleich nochmal Holz und alles. Das können wir auch verbraten. Metallbarren. Wir haben zu trinken. Das hau ich mir mal in den Balch. Dann Consumables. Da rein. Das Waffenteil, ganz ehrlich. Scheiß auf das Waffenteil. Scheiß drauf. Brauchen wir nicht. Flaschen und Dosen hatten wir, glaube ich, hier, ne? Ja. So. Einmal Scrap Metal. Das heißt, ich würde anfangen, von hier hinten, glaube ich, alles abzuarbeiten. Und Holz, wie viel haben wir denn? 15 haben wir. Das reicht ja erstmal fürs Erste. Wir können echt eine zweite Schmelze bauen, ne? Damit wir nochmal 10 gleichzeitig bauen. Ich fülle jetzt nochmal eben schnell auf, Holz. Damit wir nochmal eben machen können. So, warte. Und dann... So. Das heißt, wir können wieder ein bisschen was einsammeln. Das würde ich nochmal eben schnell machen. Ja, wir können unsere Prophezeiung und so, ich weiß, tralala. Das Problem ist, wir kriegen ja durch die Kisten ja auch noch ein bisschen was, ne? Ist ja nicht so, dass wir, ja. Dass wir, na, du weißt schon. Ist ja nicht so, dass wir durch die Kisten auch noch ein bisschen Stuff kriegen. Hier unten waren wir ja auch noch nicht. Hier hinten in der Ecke waren wir auch noch nicht. Ja, ich will gar nicht wissen, was das ist. Ist wahrscheinlich nur Deko. Ich habe am Anfang des Spiels gedacht, vielleicht begegnen wir irgendwann mal so jemanden. Oder so etwas. Aber ich wurde es eines Besseren belehrt, anscheinend ja nicht. Ich habe jetzt gerade echt gedacht, hier durch das Leuchten da in der Ecke, habe ich gedacht, da wäre ein Spinnennetz. Oh, apropos Spinnennetz. Ich habe zwischen den Feiertagen und jetzt noch Anfang Januar ein Spiel gespielt. Ich habe mir das... Boah, ich weiß gar nicht, wann ich mir das geholt habe. Ich habe mir Evil West gegönnt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Evil West.
ist ein sehr schönes Spiel, sehr schönes Storyspiel. Ist von den Machern von Shadow Warrior. Für einigen, die das was sagt. Ist tatsächlich einfach ein simples Storygame. Wild West mit Vampiren. So ein bisschen von der Story her. Und es geht einfach geradeaus. Es sind weitläufige, große Levels. Und sehr blutig. Man kämpft mit so einem Kampfhandschuh, den man leveln kann. Man hat Waffen, Revolver und so, wie man es kennt im Wilden Westen. Story ist auch ganz cool, ganz nett. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang skeptisch. Ich hatte es mir eigentlich gut gehabt, weil es hieß, ja, erkunde die Welten und tralala, weil ich gedacht habe, es wäre vielleicht Open World. Ist es aber nicht. Aber es waren weitläufige Levels halt, wie gesagt. Und ich wurde aber eines Besseren belehrt. Dieses Spiel war echt schön und es hat echt Spaß gemacht, das auch durchzuspielen. Es ging rund, glaube ich, 13 Stunden habe ich, glaube ich, knapp gebraucht. Und ich kann jedem empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Es war wirklich ein sehr, sehr unterhaltsames und sehr cooles Game. Es war einfach Kopf aus und spielen. Ist einfach so, muss ich einfach sagen. Es ist einfach Kopf aus gewesen, spielen und fertig. Ich habe auch die ganzen Collectibles da eingesammelt, die es gab. Es gab immer so Goldsäcke. Die konnte man sammeln. Und ich kann das jetzt einfach mal erzählen, weil wir ja gerade eh nur hier so ein bisschen rumschlawenzeln. Genau, Goldsäcke konnte man sammeln. Dann konnte man, was konnte man denn noch sammeln? Kisten, genau, so Chests waren gewesen, die so versteckt waren, die musste man finden. Und das Schöne war, wie ich fand, das gibt es nicht in jedem Spiel. Und zwar konnte man, wenn man jetzt eine Mission durchgespielt hat, man konnte im Hauptmenü oder beziehungsweise im Menü generell, konnte man nachgucken, ob man alles gesammelt hat in diesem Level. Was eigentlich sehr geil war, somit konntest du ja dann sehen, ob du wirklich alles hast oder nicht. Genau, du musstest dann Chests sammeln, Goldsäcke und Geschichten, so Geschichtstaschen, die dann so ein bisschen von der Geschichte erzählt haben. Was ganz geil war und was ich echt cool fand, worauf ich hinaus wollte, ist, dass du, wenn du jetzt was vergessen hast in der Mission, du bist aber schon eine Mission weiter, kannst du zurückgehen und diese Mission nochmal spielen mit dem aktuellen Stand, den du aktuell jetzt gerade hast. Sprich, du hast zum Beispiel eine Kiste vergessen und drei Goldsäcke, sage ich jetzt mal. Dann kannst du zurückgehen, ohne dass du deinen aktuellen Speicherstand verlierst, kannst die Sachen da einsammeln. Und kannst aber ab der Hälfte, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt so bis zur Hälfte spielen musstest, weil da die Sachen lagen, die du vergessen hast, kannst du da einfach aufhören und kannst bei der aktuellen Mission wieder weiterspielen, ohne dass du irgendwie was verlierst. Und der zählt dann quasi auch die verlorenen Sachen, die du dann gesammelt hast, zählt er aktuell dann dazu. Das heißt, du kannst das im Nachhinein nochmal wiederholen, was ich sehr, sehr geil finde, muss ich sagen. Also das war schon sehr, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Und halt, wie gesagt, einfach geradeaus, Story, bisschen rumballern, bisschen Gegner erledigen. War sehr cool, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war doch sehr, 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 sehr cool. Also Evil West, eine sehr, 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 sehr geiles Spiel, was ich echt empfehlen kann. Ob es euch gefällt, weiß ich nicht. Wie gesagt, was mir gefällt, muss anderen noch lange nicht gefallen. Aber guckt da ruhig mal rein. Vielleicht ist es ja etwas. Hey, leere Spinde. Vielleicht ist es ja etwas für euch. Guckt euch vielleicht mal einen Trailer an oder so. Ich wollte davon jetzt nicht ein Let's Play machen, aber ich habe das privat gespielt, wie gesagt. Und ich fand es echt cool. Und es hat echt Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht, wie gesagt. Ich war echt erst skeptisch gewesen, was das angeht. Und ja, hab mich ja dann doch eines Besseren belehrt. So, irgendwo hatten wir doch hier auch noch Fleisch liegen, ne? Ah ja, hier. Nee, das war echt cool. Und vor allen Dingen war es auch echt mal so, 13 Stunden reicht doch völlig. Da sind wir wieder beim Thema lange Games. 13 Stunden reicht doch völlig aus. Ich habe immer wieder hin und wieder so ein, zwei Level gespielt. Hab mich dann immer wieder so durchsucht alles, weißt du? Hab immer probiert, die Level zu schaffen. Und zu probieren, ob ich das hinkriege, die Sachen alle zu sammeln, ohne jetzt im Internet zu gucken, ne? Also vorher. Ich habe vorher gesammelt und wenn ich dann am Ende der Mission quasi dann gesehen habe, wo ich dann in die nächste Mission reingerutscht bin, oh, mir fehlen Sachen, dann bin ich halt ins Internet gegangen, habe bei YouTube geguckt, wo dann die Sachen fehlen und habe dann quasi
das nachgeholt. Also so, dass ich dann nicht irgendwie vorher gespoilert werde oder so. So, haben wir zwei Steaks? Haben wir. Ja, sehr schön. Gut. Also eigentlich... ganz geil. Das hat echt Spaß gemacht. So. Gut, jetzt haben wir so lange hier rumschlawenzeln, rumgequatscht. Und ich habe schon die ganze Zeit, habt ihr ja gesehen, schon die ganze Zeit bin ich am Brutzeln wie so ein Wahnsinnigen. Und auch am Einräumen wieder. So, wir haben wieder jede Menge Tokens, wo wir auch wieder jede Menge Stuff kriegen. Alter Schwede, ich, ja. Und ich mache natürlich gerade die, währenddessen auch gerade so ein bisschen die, Dings leer. Die, unsere Kisten. So. Achso, da kann ich mal einen von nehmen. So. Ja, da bin ich gespannt, was wir da kriegen von den Kisten. Das wird bestimmt sehr, sehr lustig. Ich glaube, wir haben alles hier aufgedeckt und gefunden. Ich meine, wir haben alles. Ich guck nochmal, aber ich glaube, wir sind überall jetzt hier im Depot gewesen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Ich kann mich auch irren. Genau, hier oben war das. Hier waren die leeren Spinde. So, hier waren wir auch schon, glaube ich, gewesen. Oh, hier ist noch Holz. Ah, nee, hier. Und natürlich leere Spinde, wie soll es auch anders sein? Oh, fett. Ja, da muss ich hier nochmal gleich wiederkommen. Klack, 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 klack. Holz nehme ich mit. Gut, das heißt also, hier oben müssen wir nochmal hin. Und hier waren wir auch. Genau, hier geht es dann runter. Oh, da ist noch ein schöner Schrubber. Mhm. Vielleicht sollten wir hier mal wienern. So. Das heißt, ich gehe runter zum Zug. Unterirdisch waren wir ja auch schon gewesen. Das heißt, wir haben eigentlich soweit alles. Viel ist hier nicht mehr. Ich bin gespannt, was für Prophezeiungen wir kriegen. Was wollte ich jetzt? Achso, ich wollte weiter brennen. Ich kann aber nichts aufnehmen, weil wir zu viel auf Tash haben. Warte. Pack mal eine Chemikalie rein, dann kann ich die Barren nehmen. Dann kann ich mal ein paar Barren herstellen. So. Ja, ich hab's versprochen, ich mach's. Wir stellen Barren her. Und das sieht auch sehr gut aus aktuell. So, dann kann ich das nochmal mitnehmen. Dann gehe ich mal eben holen. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht gewesen. Hier ist noch was. Jo, sehr schön. Ja, hier liegen noch überall Waffen rum und so, aber ganz ehrlich, ich bin eigentlich so ganz zufrieden mit der Waffe. Wir können die mal reparieren. Das können wir auch mal machen. Ich weiß, es geht bestimmt noch irgendwie besser, aber ich bin so eigentlich ganz zufrieden damit. So wie sie eigentlich jetzt ist. Sie hat immer so eine Dreiersalve aktuell. Vorher war sie Einzelschuss, mittlerweile hat sie eine Dreiersalve. Aber das reicht mir eigentlich. So. Macht auch gut Schaden gegen die dicken Gegner oder gegen die dickeren Gegner. Nicht so viel, aber immerhin noch etwas. Haben wir da schon? Da oben kommen wir, glaube ich, nicht hin. Ja, da waren wir schon. Okay, was ist da? Achso, da ist irgend so ein Vieh. Gut. Okay, heißt also für uns hier, wir können ganz gemächlich zum Zug. Und können jetzt hier quasi weiter unsere Barren brennen. Was ich auch fleißig mache. Ich hab's versprochen, ich mach's. Wir machen's jetzt einfach. So, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, aber wir machen's einfach. So, ich würde die noch verbrauchen. Und dann würde ich gleich noch normale Barren nochmal machen. So, die Kiste ist leer, die Kiste ist leer, die Kiste. Alter, wir haben so viel Metall, ne? Das ist einfach abartig. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. So, Eis können wir mal drillen. Haben wir auch noch ein bisschen was? Oh, Holz. Holz haben wir da. Haben wir. Ist doch nicht so, dass wir kein Holz haben. Gut. Ja. Eis trinken roh. Trinke ich so. Eis roh trinke ich so. Das reimt sich sogar. Ja, ich würde gerne das Inventar noch leer machen. Die Dings brauchen wir nicht. Die Bandagen aktuell, deswegen würde ich jetzt gerne mal eben das mal eben da reinpacken, damit wir ein bisschen mehr Platz im Inventar haben für gleich für die Kisten. Und wir müssen ja auch noch am Automaten. Ich würde, glaube ich, erst den Automaten machen. Das wäre, glaube ich, das Erste, was ich machen möchte. So, ich mache noch mal ein paar Kupferbarren.
Ja, dann haben wir noch zwei. Ich glaube, wir brauchen genau zwei immer für einen Barren. Was brauchen wir denn nochmal für die Prophezei? Ah, ne, den müssen wir einmal nur drücken, ne? War, glaube ich, so, oder? Jo. Gib mir eine Prophezeiung, mein Freund. Ja, ich geb dir eine Prophezeiung. So, was haben wir denn? Frequency of Leeches, 15%. Was ist denn Leeches? Ich bin mir nicht ganz sicher, was es bedeutet, aber okay. Gut. So, was sagt denn hier der Burner? Er burnt, er burnt, er burnt, er burnt. So, einmal will ich noch gucken, ob ich noch hier herstellen kann. Ein Barren vielleicht noch. Von den Kupfer. So, kriegen wir noch einen hin? Zwei sogar. Na, guck mal an. Also brauchen wir eine Chemikalie. Das geht doch. Aber ich glaube, das Holz ist alle. Das reicht, glaube ich, nicht. So. Ja, wir haben noch vier. Die schmeiße ich noch rein. Dann ist das jetzt auch gleich fertig. So. Mit den anderen mache ich jetzt gleich normale Barren. Die Prophezeiung. So. Zack. Die Prophezeiung packen wir mal hier hinten drin bei den Tafeln. Da unten haben wir noch leer, falls wir noch mehr kriegen sollten. Wir haben ja gleich noch ein paar Token, die wir noch nutzen können. Aber ich würde sagen, wir machen das alles in einer weiteren Folge Void Train. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr da seid, denn in einer weiteren Folge geht's weiter hier am Depot. Und ja, ich würde mich freuen auf euch, wenn ihr wieder einschaltet. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.